Ja, der dritte Tag bei Stardew Valley ist am Start. Oh, ein komisches Geräusch. Das sind immer irgendwelche Geister, die da, glaube ich, uns was mitteilen. Wetterbericht für morgen, wie jeden Tag. Morgen wird es klar und sonnig, das heißt, wir müssen wieder gießen. Der Barsager, guten Tag. Die Geister sind heute leicht verstört. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Das ist schade. Das haben wir jetzt 2 Tage hintereinander. Da lohnt es gar nicht so viel. Rumzulaufen. Das ist ein bisschen schade. Egal. Wir werden dann einfach mal einen Tag hier auf unserer Farm nutzen, um uns hier ja, durchzuschlagen im wahrsten Sinne des Wortes und all unsere Farm ein bisschen aufzupolieren. Ja, zack, einmal ins Wasser gehauen mit der Axt. Wir sind nicht Moses, wir können nicht das Wasser spalten. Und eventuell kriegen wir ja jetzt auch noch ein paar Müsli-Riegel zusammen. Dann könnten wir sogar noch länger. Auch da war so ein komisches Geräusch. Ich check diese Geräusche nicht, ganz ehrlich. Das hörte sich an wie ein Frosch oder so. Ich weiß nicht, ob das diese Geister sind, die es immer mal wieder gibt, mit denen wir später auch noch zu tun haben werden. Oder ob das irgendwas anderes ist. Manchmal gibt es auch komische Geräusche in der Nacht. Und manchmal passiert dann auch was. Aber ich weiß nicht immer was. Wenn ihr da was wisst, lasst einen Kommentar. Zack, auch mal wieder in die Luft geschlagen. Alles klar. So läuft das Leben. Hier so eine Tanne können wir mal umhauen. So, zack, zack. Dann haben wir auch noch nicht alles von unserer Farm angeschaut. Und zwar waren wir noch nicht hier oben im Nordwesten. Da gehen wir jetzt gerade mal hin, wenn wir hier noch den Baum hier umgeholzt haben. Und wir haben dann auf jeden Fall Material für einen Müsli-Riegel. Das ist sehr schön. So, während wir hier so rumlaufen, können wir noch ein bisschen rasieren. Zum Aufsammeln haben wir nichts. Aber hier können wir jetzt irgendwie. Ich weiß noch nicht mehr wie. Wo ist dieser Geheimeingang? Hier. Oh! Oh, guck mal hier, ein Pilz, eine Morschel. Oh, sehr schön. Gary, warte auf meine Rückkehr. Gary, warte auf meine Rückkehr zu Beginn deines dritten Jahres, Großvater. Das ist der Schrein, da ist er vielleicht beerdigt worden. Hat einen Zettel hinterlassen. So ein Post-it. Sehr schön. Ja, guck mal, wir haben eine Morschel gefunden. Jetzt ist die Frage, verkaufen wir den? Oder verschenken wir den? Und wenn ja, wem verschenken wir ihn? Das ist doch eine Frage, die können wir an die Community stellen. Die ist auch klasse Möglichkeit. Das Samen, den möchte ich gerne mitnehmen. Den lassen wir auf jeden Fall erstmal hier in unserer Box drin, die Morschel. Und auch das Holz und das Harz kann wieder dahin. Wir nehmen die Samen mal hier raus und können jetzt erstmal hier beim Craften schön 3 Dinger zum Essen hercraften. Das ist auch klasse. So. Dann möchte ich hier noch den Samen hier auswerfen. Wir haben 9:30 Uhr, da geht noch was, was hier so mit Bauen und Hacken zu tun hat, auf jeden Fall. Es lohnt sich im Moment, die Bäume zu fällen wegen den Samen. Deshalb machen wir das erstmal. Wenn ihr keine Bäume mehr habt auf eurer Farm, müsst ihr ziemlich lange warten, bis es wieder neue gibt. Wenn ihr immer mal ein paar Bäume stehen lasst, dann wird es so sein, dass die wieder Samen abwerfen. Hier so kleine, guckt hier, seht ihr das? Diese kleinen, was so wie so Kothaufen aussieht. Da gibt es dann neue Samen, neue Bäume draus. Wenn ihr hier so eine Tanne stehen lasst, dann kommen hier um die Tanne herum lauter Tannen raus. Wenn ihr ein Ahorn-Ding stehen lasst, kommen da lauter Ahorn raus. Und was war das andere? Ahorn, Eichel? Ja, die Eichel. Wenn ihr eine Eichel stehen lasst, dann kommt da Eichel rum. Relativ easy, das Prinzip, ne? Verstanden. Alles klar. Deshalb lasst immer mal ein paar Bäume stehen bei euch. Man hat später auch die Möglichkeit, aus den Bäumen noch etwas zu ernten. Wobei es da auch Leute gibt, die einfach die Bäume im Dorf anzapfen. Ja, das ist Sache, ganz wie es einem beliebt. Wir gucken mal, vielleicht werden wir heute Abend noch ein bisschen rasieren und so Sachen. Jetzt gehen wir erstmal los. Vielleicht ohne die Samen, damit wir ein bisschen mehr Platz im Inventar haben, falls wir noch irgendwas finden, auch wenn heute nicht so ein Glückstag ist, haben wir immerhin ja schon mal Morschel gefunden. Das ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Energie nehmen wir mit. Haben wir Geschenke gehabt, die wir noch mitnehmen können?
Ja, außer die Morschel. Aber ich weiß nicht, wer Morschel mögen könnte und wie viel es wert ist. Sagt mir mal an, was ihr denkt, was mit der Morschel passieren sollte. Ich lasse euch ein paar Folgen Zeit. Und ansonsten mache ich selber was damit. Alles klar. Wir schauen hier oben rum. Wir haben keine Regenwürmer. Es regnet doch, da müssten noch mehr Regenwürmer da sein. Aber es ist auch ein Pechtag. Also wieder nicht. Also, ah, schwierig das Ganze, schwierig. Im Zelt können wir mal reingucken. Das ist nämlich der Linus. Das ist auch ein cooler Typ. Jemand Fremdes, hallo. Wollen wir auch mal gucken. Lass dich nicht von mir stören. Ich lebe allein hier draußen. Ja, der Arme ist obdachlos. Und dieses Kloppen ist hier der dicke Mann, der da die Felsbrocken freiräumt. Da ist später die Mine am Start. Da, ja. Kann man dann minen. Zeug abbauen und Monster bekämpfen und so Spaß. Okay, Geschenke haben wir jetzt irgendwie keine richtigen, aber wir reden einfach mit den Leuten. Immer mal ein bisschen reden. Kennt ihr vom Fußballmanager? Dienstags und Donnerstag arbeite ich bei Harvey in der Klinik. Er sagt, er schätzt meine Anwesenheit, weil seine medizinischen Geräte verrückt spielen. Ja, die ist nämlich so Technik-Freak. Ein Bauer zu sein ist wohl ziemlich einfach, was? Ja, sagst du hier, ey. Voll kompliziert. Ich weiß schon nicht, was man mit einer Morschel macht. Der Regen hält mich nicht davon ab, meine Arbeit zu erledigen. Ja, wenn man drinnen arbeiten kann, ist Regen auch scheißegal, meine Freundin. Obwohl es nicht gerade angenehm ist, mit durchnässtem Holz zu arbeiten. Ja gut, aber du stehst hier an der Kasse. Hier ist kein nasses Holz. Ich um mein Holz, ey. Grüße. Wie hab ich ihn denn genannt? Ich weiß es schon nicht mehr. Grüße, bleib mir im Haus, wenn du dich warm halten willst. Ja, dafür brauche ich aber kein Wissenschaftler zu sein, um das zu erkennen. Drinnen ist wärmer als draußen. Ab und an. Ein paar Leute haben wir also jetzt schon kennengelernt. Wir können ja mal kurz gucken. Wie viele sind das denn? Hier, ein paar haben wir auch schon Geschenke gegeben. Guckt mal hier, guckt mal hier. Ganz viele Leute haben wir schon angeschwätzt. Wen haben wir noch nicht? Ach, die Alten haben wir noch nicht. Und die Powerlocke, die Lea und den Zauberer. Gucken wir doch mal, ob wir die vielleicht heute antreffen. Bei den alten Leuten könnten wir zum Beispiel einfach mal vorbeischauen. Oh, da ist ein Quest. Guck mal hier bei Pierce, da ist so ein Ausrufezeichen, das bedeutet, da ist ein Quest. Ich suche nach jemandem, der mir Kupfererz 20 Mal bringt, damit ich eine geologische Studie durchführen kann. Kilind, ja. Manche Quests haben ein Zeitlimit, so von 1 oder 2 oder 5 Tagen oder so. Da muss man überlegen, ob man es schnell genug schafft. Aber ich glaube, es hat auch keinerlei negative Folgen, wenn man einen Quest nicht schafft. Oh, jetzt habe ich auch noch Schluck auf schon wieder hier. Was ist denn los, ey? Falls ihr euch wundert, diese ersten 3 Folgen sind alle am Stück entstanden. Ah, hallo und willkommen in unserem kleinen Gemeinde, mein Kind. Du kannst mich Oma nennen, wenn du willst. Ja, hallo Oma. Uff, es ist nervig, all diese neuen Leute kennenzulernen müssen, nicht? Mein Name ist übrigens George und jetzt zisch ab. Der ist auch sehr nett, der George. Und er trainiert da oben oberkörperfrei, oh lala. Aber Tür ist zu. Ja, das heißt, die haben wir schon mal abgeklappert. Im Mittel, da wäre nichts drin. Alles klärschen. Hier liegt auch nichts rum. Aber wir könnten vielleicht beim Willi noch guten Tag sagen und dann gucken wir, dass wir Lea noch finden. Und der Magier ist noch nicht zu erreichen für uns. Da kriegt man so eine tolle Nachricht. Manche Fische kommen und gehen mit den Jahreszeiten. Manche kommen auch nur bei Nacht oder im Regen raus. Ja, das stimmt. Es gibt nicht jeden Fisch zu jeder Tages- und Nachtzeit oder in jeder Saison. Unten haben wir noch unseren Sebastian. Schwätzen wir auch noch eine Runde mit. Den Ozean genießt man am besten alleine, meinst du nicht? Oh, schon wieder. Den Ozean in. Ja, okay. Schon wieder so ein komisches Geräusch. Keine Ahnung, was dieser Fisch will. Und hier habe ich diese Tasten gefunden zum Rauszoomen. Klasse, gell? Super, ne? Kann ich dann also gleich auch mal eine Runde machen. Ja. Alles klar, meine Freunde. Dann werden wir jetzt noch gucken, dass wir vielleicht den. Oh, hier, die kommt doch gerade richtig. Komm mal her.
Ich habe Gerüchte über seltene und mächtige magische Ringe gehört, die vor langer Zeit von vergessenen Zivilisationen geschmiedet wurden. Ich bin mir nicht sicher, ob es wahr oder nur ein Märchen ist. Okay. Gucken wir mal, ob die Haley ist auch erreichbar. Noch mehr Schnitte. Was machst du in der Küche? Mach mir Essen. Ich habe den ganzen Morgen meine Haare gemacht und jetzt wird der Regen sie sicher ruinieren. Ja, bleib im Haus, du Nuss. Ach, manchmal ist das Leben hart. Ja, richtig hart, ey. Ich kennt doch eh jeder hier im Dorf. Warum so... Ach, komm, ey. Egal. Ja, da, der Sam ist da. Super. Den stören wir erstmal beim Pokémon-Zocken. Eine Sekunde, ich muss dieses Level schaffen. Ah. Hast du deine Schuhe abgewischt, bevor du rein bist? Entschuldige, ich habe eben erst den Boden gewischt. Ja, das, kennt ihr das? So Leute, die kommen dann immer... Ach, macht extra sauber für die, dann kommen die rein und machen alles dreckig. Aber du bist hier immer willkommen. Hihihi. Ah. Alles klar. Ich will nach Käbern suchen, aber Mama wird böse, wenn ich mich schmutzig mache. Was soll ich nur tun? Geh doch einfach raus, ey. Deine Mutter wird dich danach auch noch lieb haben. So sind Mütter halt. So, jetzt mal gucken, ob wir jetzt alle haben. Die Lea haben wir noch nicht. Okay. Da, guck mal hier. Hallo, es ist nett, dich kennenzulernen. Zack. Vielleicht kann ich noch was zu ihr sagen. Du hast eine gute Zeit gewählt, umherzuziehen. Der Frühling ist herrlich. Kann ich noch was sagen? Hast du schon irgendwelche Frühlingsfanden angebaut? Die Jahreszeit hätte nicht ewig an, weißt du? Ja, ich bin überfordert. Zu viele Menschen hier. Wir haben einen Quest geschafft. Wie man Freunde gewinnt. Jemanden Geschenke zu machen, ist ein großartiger Weg, um Freundschaften aufzubauen. Lerne die individuellen Geschmäcker der Leute kennen und du wirst in kürzester Zeit beliebt sein. Ach nee, das ist ein neuer Quest. Der kam wohl, nachdem wir jetzt hier mit allen gesprochen haben. Würde ich jetzt mal so sagen. Sammeln? Guck hier, 2 Tage haben wir dafür Zeit für 20 Kupfererz. Ich glaube, das wird nichts. Ich habe nämlich keine Ahnung, wann die Mine überhaupt aufmacht. Ja. Könnte sein, dass die Folge dann hier etwas kürzer wird, weil wir keine Energie mehr haben. Und ich will jetzt eigentlich auch nicht unbedingt meine Energie hier für... Oder meine Müsli-Riegel... Ja, sehr schön. Meine Müsli-Riegel für so Unsinn raushauen. Hier haben wir Frühlingszwiebeln gefunden. Das ist ganz interessant. Hier im Frühling wachsen hier unten immer mal Frühlingszwiebeln. Irgendwann kriegen wir den Tipp auch im Fernseher angezeigt, aber jetzt haben wir es selber herausgefunden, durch mich. Im Sommer gibt es dann andere Sachen, die sprießen, im Herbst sind es dann vor allem Pilze und so weiter und so fort. Und es sind auch mal immer an verschiedenen Stellen. Hier haben wir jedenfalls nicht allzu viel. Was war denn jetzt hier eigentlich Sache? Was muss ich? Mache jemandem ein Geschenk. Irgendjemanden, irgendwas. Das kriegen wir noch hin heute. Das kriegen wir noch hin. So. Wir brauchen nur jemanden und dann schenken wir ihm einfach ein Müsli-Riegel oder eine Frühlingszwiebel. Ich weiß nicht, wir nehmen mal vielleicht eine Frühlingszwiebel. Für irgendjemanden und gucken, ob derjenige sie mag. So, wir bräuchten mal einen Hut, ey, wenn es hier so regnet. Ich will so eine Cappy haben. Eine Cappy, weil der von Harvest Moon hat ja auch mal eine Cappy auf. So, ist jetzt schon Zeit für Saloon? Hat die Bar schon offen? Wir werden mal nachschauen. Erstmal graben wir hier noch... Ach, da waren wir schon heute. Da waren wir noch nicht, aber war auch nichts drin. Ja, der Saloon hat offen. Und ja, ich weiß nicht. Wem könnten wir denn hier so eine Lauchzwiebel schenken? Frühlingszwiebel. Du magst so ein Zeug, ich verstehe. Frühlingszwiebel, also nichts für Willi. Frühlings... Zwiebel minus Willi. Ich glaube, beim Willi bleiben wir einfach dabei, dass wir ihm Fische schenken. Dann wird er sich bestimmt weiterhin freuen. Dann können wir gucken, wie man Freunde gewinnt, haben wir fertig. Gibt 100 Gold. Sehr schön. Wunderbar. Neue Quest gab es jetzt nicht dafür. Aber auch nicht so schlimm. Wir können noch mit den Leuten ein bisschen reden. Ui, Gesundheit. Ja, danke. Vergiss nicht, dir die Hand vorzuhalten. Das ist jetzt nicht euer Ernst hier. Vergiss nicht, dir die Hand vorzuhalten, wenn du niest und ich muss kurz vorher niesen. Ah ja. Dieses Wetter macht mich durstig. Ich bin, glaube ich, nicht so konsequent.
Ich brauche etwas Aufwärmung, bevor ich eine weitere kalte Nacht auf dem Ozean bereit bin. Nicht so konsequent, was hier die Stimmen, glaube ich, angeht. Ich kann nur Frau und Mann unterscheiden eigentlich und vielleicht noch die Kinder. Ach, hey Kind, du bist zu jung, um dir Trübsal zu blasen. Ja. Kein Problem. Hallo Gary, ich bin froh, dich zu sehen. Du bist hier immer willkommen. Und die können dich nicht anschwätzen? Okay. Ja, witzig. Schnell mal hin. Witzig finde ich auch, es gibt hier so Arcade-Games. So Games in Games quasi. Reise des Präriekönigs. Wie schießt sich der nochmal? Irgendwie konnte ich schießen, aber jetzt hat er irgendwie die Steuerung vom... Ah! Schießen ja mit dem rechten Analogstick. Ich will aber gar nicht meinen Controller haben. Ich will mit der Maus spielen. Ja, geht nicht. Moment. Das nervt ein bisschen. Dort ist ein schädelförmiges Schlüsselloch. Okay. Brauchen wir wohl einen schädelförmigen Schlüssel. Auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, hier so Ingame-Dinger zu spielen. Finde ich witzig. Cola für 75 Gold. Ne. Aber hallo, ne. Die Frühlingszwiebeln, die wir gefunden haben, würde ich in die Kiste packen zum Verkaufen. Damit wir auch weiterhin ein bisschen Kohle reinscheffeln können. Und dann werden wir noch ein bisschen rasieren, weil Rasieren nichts kostet an Energie. Und sehen aber da oben hier überall noch Sachen zum Aufheben. Geile Sache. Guck mal, hier haben wir Lauch. Und hier haben wir Löwenzahn. Und da oben haben wir noch einen Löwenzahn. Ihr müsst echt immer eure Augen offen halten. Dann findet ihr total viele Sachen. Lauch haben wir jetzt schon kennengelernt. Was wir noch kennenlernen können. Es gibt drei Kategorien von Qualität. Einmal ganz normal, da ist dann nichts hier dran. Hier bei der Frühlingszwiebel ist nichts dran. Aber hier beim Lauch seht ihr zum Beispiel, da ist so ein silberner Stern dran. Das ist die zweite Qualitätsstufe. Und dann gibt es noch eine bessere und das ist die goldene. Und die gibt es, soweit ich weiß, von jedem produzierbaren oder erntbaren oder fangbaren Teil. Gut, Lauch haben wir schon festgestellt. Moment, mal gerade nochmal gucken. Habe ich das nicht irgendwo... Doch, Lauch macht der Luis, also verkaufen wir das auf jeden Fall nicht. Den Löwenzahn verkaufen wir auch nicht. Aber die 7 Frühlingszwiebeln. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir jemanden finden, der Frühlingszwiebeln mag. So. Wir haben direkt noch hier Samen gefunden. Können wir hier auch einpflanzen. Wunderbar. Und, ja. Würde ich sagen, können wir noch ein bisschen rasieren gehen hier. Und wir haben auch noch ein bisschen Energie haben wir noch. Vielleicht machen wir da hier so Kleinkram weg. Zack, zack, Holz. Wir wollen ja 300 Holz haben für die Brücke am Strand. Oh. Wie bleiben wir jetzt noch? 11. Also 5 Schläge können wir noch machen. 1, 2, 3, 4 und 5. Gary kann zählen. Wäre auch ein schönes Tutorial, oder? So, zählen mit Gary. Ich habe letztens durch Zufall ein Video gesehen. Da hat einer, also ich habe es nicht ganz geguckt, natürlich nicht. Aber da hat einer von 0 oder von 1 bis 1 Million gezählt und hat damit keine Ahnung, wie viele Views bekommen. Und ich dachte mir so, was ist los mit der Welt? Warum gucken die so einen Humbug? Da haben wir schon wieder Geister gehört. Wir gehen ins Bett. Tag 3 ist vorbei. Und ja, wir haben ein bisschen was eingenommen. 56 ist jetzt nicht so viel, hat uns aber auch ein bisschen was beim Sammeln gebracht. Hier, wenn ihr auf dieses Plus geht, könnt ihr mal gucken, wie viel, wenn ihr mehr Sachen verkauft habt, was wie viel eingebracht hat. Okay, ja, damit sind wir beim Tag 3 auch vorbei. Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt gesund und lasst mir Comments da, wenn ihr irgendwelche Ideen oder Hinweise habt oder Tipps oder Fragen. Einfach da lassen. Viel Spaß, ciao.